3:0, Tore, Polster, Polster, Polster. Und jetzt folgt eine Information, ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt wissen, ob es alle wissen. Und auch in Simferopol ist das Match zu Ende. Es war unglaublich. Wir haben die Bestätigung, Hickersberger und seine Mannschaft gehören zu jenen Mannschaften, die im nächsten Jahr in Italien um den Weltmeistertitel kämpfen werden. Das sind unvergessliche Bilder und ich muss gestehen, selbst als vermeintlich abgebrühter Fußballfreund, es könnten einem heute die Tränen kommen. Unsere Mannschaft auf der Via Triumphalis. Elf Punkte und Gruppensieger die UdSSR. Zweiter und damit qualifiziert Österreich mit 9 Punkten. Dritter Türkei, vierter DDR, fünfter Island. Ende gut, alles gut. Zunächst einmal herzliche Gratulation, Jürgen Hickersberger, zu diesem großen Erfolg. Ich glaube, der größte Moment in Ihrer Karriere. Ich glaube, der zweitgrößte. Aber Spaß beiseite. In erster Linie muss man der Mannschaft gratulieren, denn sie hat heute wieder erwarten, von vielen sogenannten Experten eine großartige Leistung geboten und hat eigentlich das Spiel verdient und klar gewonnen. Sie haben immer an diese Mannschaft geglaubt, trotz aller kritischer Stimmen. Das ist, glaube ich, nicht falsch. Ich habe eine junge Mannschaft versucht aufzubauen. Ich habe immer an der Mannschaft festgehalten. Und ich glaube, letzten Endes hat sich das gelohnt. Denn wir sind jetzt in Italien. Ich muss allerdings auch einschränken, wir haben davon profitiert, dass diese Gruppe sehr ausgeglichen war und dass eigentlich nur die UdSSR eine etwas bessere Mannschaft in dieser Gruppe gewesen ist. Kritische Stimmen im Augenblick des Triumphs von Ihnen. Sie selbst waren ja auch oft im Mittelpunkt der Kritik. Man hat gesagt, Sie trauen sich zu wenig, Sie wären zu wenig impulsiv. Aber ich glaube, an diesem Tag haben Sie alle eines Besseren belehrt. Nein, ich habe an diesem Tag niemanden eines Besseren belehrt. Ich bin so, wie ich bin, und ich bin im Triumph und in der Niederlage fast gleich. Ich versuche mit den Spielern konsequent zu arbeiten. Das haben wir jetzt ein Jahr und vielleicht 7-8 Monate getan. Wir haben jetzt Erfolg, das ist unbestritten, aber wir müssen noch viel arbeiten, denn zur absoluten Klasse fehlt schon noch viel. Sie haben mir mal ein Interview gegeben, in dem Sie gesagt haben, wenn wir die Qualifikation erreichen, dann trete ich zurück. Ich glaube, das ist völlig gegenstandslos jetzt. Nein, ich habe nie ein Interview gegeben, in dem ich gesagt habe, ich trete, wenn wir die WM-Qualifikation erreichen, zurück. Ich habe gesagt, ich gehe nicht freiwillig während der WM-Qualifikation. Ich freue mich, dass ich noch immer Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bin. Und daran wird sich wahrscheinlich bis Italien nichts ändern. Wir stehen also jetzt vor der Kabine, aber die österreichische Mannschaft lässt uns leider nicht hinein. Ich hoffe also, dass wir rein können. Hallo? Jetzt machen wir wieder einen Blick in die Kabine. Der Josef Hickersberger sagt, ich darf nicht hinein. Vielleicht darf jetzt ein Spieler herkommen. Herr Hickersberger, kann bitte der Lindenberger herkommen oder ein Spieler? Bitte, wir sind nur 2 Minuten auf Sendung. Es ist live alles. Na gut, dann sagen wir danke, lassen euch im Jubel allein. Schade, dass die Zuschauer nicht dabei sein dürfen. Und wir gehen wieder zurück ins Studio. Die 3 Tore heute, ich glaube, eine der Superleistungen überhaupt in Ihrer Karriere. Aber unter sehr, sehr großem nervlichen Druck, muss man wohl auch sagen. Ja, das ist richtig. Ich meine, das, was während der WM-Qualifikation mit mir passiert ist, das war mit Sicherheit
unter der Gürtellinie. Es war eine schwere Zeit für mich, ich habe sehr darunter gelitten. Und natürlich, ich meine, das kann man auch noch die 3 Tore nicht vergessen, obwohl ich sehr glücklich bin heute. Was bedeutet für Sie jetzt, wenn man es kurz zusammenfassen kann, dieses 3:0 und diese Qualifikation für Italien? Das bedeutet für mich einmal, dass ein Teamchef, der ein Konzept hat und dieses konsequent verfolgt, auch schlussendlich den Erfolg heimbringen kann. Das bedeutet weiters, dass es der Nationalmannschaft gelungen ist, diese positive Entwicklung, die in den letzten Monaten in Österreich für den Fußball eingesetzt hat, attraktiv fortzusetzen. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Tag war für alle, die Freude am Fußball haben, für die Spieler, für die Vereine, für die Nation, wenn man so will. Holster, Ball am linken Fuß. Und Tor! Der Auftakt war eigentlich nach Maus. Hat man das erwartet oder haben Sie das selber erwartet? Sie haben heute mit einem Biss gespielt, den man sehr selten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei Ihnen gesehen hat. Eine Entschlossenheit direkt, eine Wilde. Naja, das ist natürlich so. Ich meine, man kann nicht von jedem Spieler, ich meine, von vornherein immer dasselbe verlangen. Man kann nicht von einem Betzl und von einem Pfeffer erwarten, dasselbe, was ein Polster macht. Nicht? Also das ist einfach die Charakteristik von jedem Spieler. Und natürlich, wenn die Mannschaft dann gegen einen starken Gegner spielt, wir kommen sehr wenig nach vor und dann komme ich auch nicht ins Spiel. Und dann natürlich allein ich mit meinem Kampfgeist, mit der Defensivschwäche, mit denen ist dann halt niemand zufrieden, das ist ganz klar. Und hat Ihnen auch die Aggressivität der ganzen Mannschaft geholfen, die das Spiel immer noch vorgetragen hat? Naja, logisch. Ich meine, wir haben heute so gespielt, wie man es bei Sevilla spielt und das hat nichts mit Vorchecking zu tun oder das hat einfach nur mit vorn was vorn bleiben zu tun. Das heißt, dass nie Außendecker frei ist, dass der Fußstopper und der Stopper irgendwie immer gedeckt sind, dass die nicht hinterm Tor spielen dürfen. Und dann braucht man die Hälfte rennen wie normal. Und wenn man einfach vorn bleibt und daheim sollte man das auch immer machen, dann glaube ich, kommt da was aus. Teglewitz. Und 11 Meter. Foul von Stamann. 21. Minute. Foul 11er für Österreich. Und Tor! Was für ein Tag! Was für ein Tag! 22. Minute. Österreich führt gegen die DDR mit 2:0. Und der Toni Polster hat endlich das gemacht, was hier die Fußballfreunde gesagt haben. Er soll nicht nur in Spanien die Tore schießen, sondern auch für uns. Herrliche Perspektive. Linker Fuß, rechtes Eck. Das Tor zum 2:0, der Elfmeter, gerechtfertigt. Ich bin hinter den Keglewitz gelaufen und von meiner Position hat es so ausgesehen, wie wenn es keine Schmetter gewesen wäre. Naja, da haben wir Glück gehabt, nicht? Aber das braucht der Tüchtige auch. Der Tüchtige hat es, glaube ich, richtig. Na, also heute glückt alles. Und da möchte ich gleich den Gerhard Hitzl 50% des Gehalts an den Elfmeters geben. Denn, Nachwuchsbetreuer im Team. Ja, Nachwuchsbetreuer, der die DDR gegen Malta gesehen hat und der Spieler hat auch den Elfmeter dorthin geschossen. Und er hat es mir gesagt und ich habe mich wirklich nur auf diese Ecke konzentriert und ich habe auch gewusst, dass er halb hoch schießen wird. Also gehört 50% des Gehalts an den Elfmeters auch ihm. Wie der Klaus den Elfer gehalten hat, habe ich zum ersten Mal geglaubt, dass wir das Match gewinnen, wenn er mal zieht er mal halt immer da und. Man leidet da immer mit. Ne? Es gab in dem Spiel eigentlich alles das, was man sich so als Trainer nicht wünscht. Erstens dieses seitige Gegentor, völlig unnötige Gegentor. Dann dieser Elfmeter, der ungerechtfertigt war. Und hier sollte man sich natürlich auch überlegen, was man für Schiedsrichter ansetzt. Der war für meine Begriffe total überfordert, der Mann. Und drittens kam natürlich dazu dieser verschossene Elfmeter durch uns. Das verkraftet natürlich eine Mannschaft sehr, sehr schwer. Die Ursachen sehe ich, also gibt es 3 Stück für meine Begriffe. Das 1-0, wenn man ins Spiel, wir wollen hier Ruhe ausstrahlen, alles und plötzlich fängt man mit dem Spiel an und es steht 1-0 gegen uns, hervorragend gemacht von Toni Polster. Da gibt es erstmal nichts. So das 2:0 vom Schiri, also von meinen Begriffen, ein schönes Geschenk. Aber damit muss man leben. So, das ist der zweite Genickschlag. Und der dritte ist also im Prinzip, also wir rappeln uns wieder auf, holen den Elfer raus und verschießen ihn dann. Das verkraftet für meine Begriffe die stärkste Mannschaft der Welt nicht. Und wir also im Prinzip mit unseren vielen jungen Spielern gleich gar